Masterstudiengang Controlling, M.A. Das ist vielleicht das Erste, was irgendwie ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Vielleicht haben Sie das auch schon in vorherigen Veranstaltungen bei anderen Kollegen, Kolleginnen gesehen. Das ist ein Master of Arts. Es geht auch alternativ an den Master of Science. Ein Master of Arts, das ist ein berufsqualifizierter Abschluss. Also wir haben das Ziel, dass unsere Absolventen nachher einen super Job kriegen und im Beruf nachher erfolgreich sind. Wir arbeiten zwar auch wissenschaftlich fundiert in diesem Studiengang, aber es ist nicht unser primäres Ziel, dass Studierende oder Absolventen von diesem Studiengang im Nachgang eine Promotion oder eine wissenschaftliche Karriere machen, sondern der Fokus liegt hauptsächlich auf einer Berufsqualifizierung. Und deshalb unterrichten auch hier eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen, die direkt aus Controlling-Tätigkeiten aus verschiedenen Unternehmen stammen. Ja, das begründet diesen Abschluss MA. Ein paar Bilder habe ich Ihnen mit dazugegeben, damit man nicht nur Wörter und Zahlen sieht, sondern ein bisschen auch einen visuellen Eindruck hat. Auch da werden Punkte dabei sein, die Sie vielleicht bei der Einführung heute schon sahen. Wir gelten insgesamt als eine sehr attraktive und sehr anerkannte Hochschule. Wir werden von der CHE zum Beispiel als Spitzengruppe eingeordnet beim letzten Ranking. Die betriebswirtschaftlichen Studiengänge in unserer Hochschule gelten generell als sehr erfolgreich. Wir wurden von der Wirtschaftswoche vor kurzem unter den Top 10 der Hochschulen gerankt und wir sind auch, der Studiengang selber ist auch systemakkreditiert. Das heißt, wir haben den Nachweis erbracht, dass wir qualitative Anforderungen erbringen, damit es ein guter Studiengang insgesamt ist. Das ist das Gebäude, in dem wir uns befinden, ein sehr neues Gebäude, wo die ganze Fakultät untergebracht ist, wo eigentlich alle Lehrveranstaltungen, die wir haben, bei uns untergebracht sind, wo auch alle Professorinnen und Professoren und Besprechungsräume etc., PC-Räume vorhanden sind. Ein Blick rein in die Räumlichkeiten, das noch sehr junge Gebäude, ist sehr wenige Jahre alt. Ein paar Bilder von den Studierenden aus den vorangegangenen Semestern. Wir haben zum Beispiel links. Da freuen sich alle. Das ist aber vor einer Abschlusspräsentation, wo wir auch mehrere Vertreter aus der Unternehmenspraxis im Haus hatten, die dann die Jury gebildet haben und die Studierenden haben dann ihre Ausarbeitung präsentiert. Oder das rechte Bild, das haben wir zumindest vor Corona regelmäßig gemacht und hoffentlich auch zukünftig wieder, wo wir jedes Jahr einen Controlling-Kongress besuchen. Das findet bei der IBM im Haus statt und das war ein Bild, wo ich mit einem Kurs dort war. Auch das noch ein Bild, wo mal so ein ganzer Kurs drauf ist. Da sieht man, wir sind so rund 20 Studierende in diesem Kurs. Eine übersichtliche Gruppe. Man kennt sich in dieser Gruppe eigentlich immer dann sehr schnell und sehr gut. Dieser Masterstudium Controlling, der ist in diesem Wintersemester zum siebten Mal gestartet. Zum ersten Mal sind wir 2015 gestartet. Und wie gesagt, wir haben diesen Abschluss M.A. Das heißt, unser Ziel ist von vorne bis hinten, dass wir Sie berufsqualifizierend ausbilden, dass es ein sehr praxisnaher Master ist und auch die Kompetenzziele, die Sie erreichen sollten. Wir haben also konkrete Ziele definiert und wir sagen, das und das sollten Sie am Schluss können, wenn Sie mit diesem Master fertig sind. Das haben wir uns nicht nur selber überlegt, auch wenn wir alle, die hier Dozenten sind, aus der Praxis stammen und aus dem Controlling im großen Teil auch stammen. Wir haben das auch mit dem Internationalen Controllerverein, das ist die berufsständische Vereinigung der Controller in Deutschland, mit denen abgestimmt. Das sind im Prinzip Ziele, die auch sagen, das sollten unsere Controller, damit sie erfolgreich sind, auch mitbringen. Und so ist entsprechend der Studiengang auch aufgebaut, sodass sie eigentlich richtig gut nachher auf die Anforderungen der Praxis passen. Es gibt zwei Themen, die sind nicht nur die Megatrends in der Wirtschaft und in der Gesellschaft, die sind auch bei uns in dem Studiengang mittlerweile sehr breit und sehr fundiert integriert. Das sind die Themengebiete Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und das ist ein großes Ziel und ich denke, da haben wir schon viel, viel damit erreicht, dass die Studierenden, die sich mit verschiedenen Aspekten der Digitalisierung beschäftigen und die einfach wissen, was habe ich als Controller mit Nachhaltigkeit zu tun, das sind unsere Absolventen in vieler Hinsicht weiter als diejenigen Controller, die draußen in der Praxis tätig sind, weil die sich nie fundiert oder selten fundiert mit Digitalisierung beschäftigt haben. Da wissen viele nicht, was ist Analytics, was ist Predictive Analytics, wie funktioniert das und was gibt es da für Tools und so weiter, wie geht man vor. Und das sind Inhalte, die wir einfach im Studium auch schon mitbehandeln.
Wir sind ein übersichtlicher Kurs, 20 Studierende sind wir ungefähr pro Jahr und wir starten immer einmal im Jahr zum Wintersemester. Die meisten, die werden uns anfangen, die haben schon praktische Erfahrungen im Controlling, ein Praktikum im Controlling oder generell im Finanzbereich. Das haben so gut wie alle gemacht und es sind aber auch einige dabei, die auch ein paar Jahre nach dem Bachelor schon berufstätig waren im Bereich des Controllings. Der normale Master geht 3 Semester, das ist der Vollzeitmaster und wir haben als einer der ganz wenigen Studiengänge auch ein Alternativmodell Angebot, ein Teilzeitstudium, das über 5 Semester geht. Das ist genau das gleiche inhaltlich und man sitzt auch mit den Studierenden in der Vollzeit zusammen, es ist nur gestreckt über 5 Semester. Ich werde nachher noch ein bisschen was sagen zum optionalen Auslandssemester oder ein Double Degree, was man auch abschließen kann, das also zwei Masterabschlüsse. Deutschen, unseren und einen aus dem Ausland erhalten können. Und dass die von uns hervorragende Berufschancen haben, das sehen wir regelmäßig, wenn die fertig sind, ihre Abschlussarbeit geschrieben haben, man hat noch die mündliche Prüfung ganz am Schluss, dann sind eigentlich so gut wie alle in einem Job, haben einen guten Job. Viele sind es dort, wo sie vielleicht auch als Werkstudent zwischendurch tätig waren oder dort, wo sie ihre Abschlussarbeit geschrieben haben, dass sie dort ein Angebot kriegen. Also die Berufschancen schätze ich als sehr, sehr gut ein. Ich habe eben die Kompetenzziele angesprochen. Das sind diese Ziele, die wir mit dem Controllerverein abgestimmt haben. Und das sind hier mal kurz genannt. Und dahinter sehen Sie immer beispielhaft Veranstaltungen oder Inhalte von Veranstaltungen, die während des Masterstudiums dann vorkommen. Zum Beispiel, klar, die Fachkompetenz ist natürlich das A und O, mit dem fängt es an. Wenn ich gut kommunizieren kann, aber keine Inhalte kenne, ist das natürlich eine schlechte Alternative. Die Fachkompetenz ist aber lang nicht alles. Zur Fachkompetenz gehört zum Beispiel gehören Veranstaltungen zum Financial Accounting, Management Accounting, zum Risikomanagement. Bei uns im Controlling spielen IT-Kenntnisse eine große Rolle, wobei der Fokus auf den Anwenderkompetenzen liegt. Wir machen also keine Programmierkurse, sondern Software, anwendernahe Software, die sollte man kennen. Man sollte für diese Vielzahl an Tools, die es gibt, kann man natürlich nicht alle kennen, aber man sollte zumindest wissen, wie so ein Tool vielleicht grundsätzlich funktioniert. Und da gibt es vielleicht nur Unterschiede in der Bedienung zwischen den verschiedenen Anbietern. Aber man sollte mal einen Einblick haben, wie funktioniert das, was braucht es das, wie geht man mit um, wo sind aber auch die Grenzen von dem Tool. Da lernen Sie BI-Systeme an sich kennen, natürlich mit SAP wird man arbeiten, Excel wird man in vielen Fällen benutzen. Wir nutzen für Predictive Analytics das Tool NIME. Dann arbeiten wir für ein Reporting-Dashboard-Tool, da arbeiten wir mit Tableau und ein Modellierungstool Silico, das Sie auch noch kennenlernen. Die Digitalisierung, die eine große Rolle spielt im Controlling und die Controller eher noch ein bisschen hinterherlaufen im Vergleich zu vielen anderen Bereichen, wie etwa in der Produktion. Wir beschäftigen uns mit digitalen Geschäftsmodellen. Wie funktioniert ein digitales Geschäftsmodell? Worin unterscheidet sich dieses? Wir haben ein komplettes Modul, wo Sie Predictive Analytics kennenlernen. Und generell, was ist eigentlich ein digitales Controlling? Was ist da anders? Wie wird da anders gearbeitet? Herr Schlüger hat eingangs gesagt, dass der Controller auch Manager ist, genauso wie ein Manager auch Controller sein sollte. Wir arbeiten ganz eng mit dem Management der Linie zusammen. Das ist quasi unser Kunde. Unser Job ist, dafür Sorge zu tragen, dass das Management bessere Entscheidungen trifft. Und dafür brauchen wir ganz viele Kompetenzen, um und mit dem Management zusammenzuarbeiten. Wir werden von der ersten Woche an intensiv in Teamarbeiten tätig sein, thematisieren das auch, wie arbeitet eigentlich ein gutes Team. Managementlehre ist ein Bestandteil, Projektmanagement, Kommunikation ist ein Bestandteil des Curriculums, aber auch Komplexitätsmanagement, wenn ich an meine Grenzen stoße und gar nicht mehr alles überblicken kann, aber dennoch eine gute Entscheidung treffen muss, wie gehe ich da am besten vor. Der internationale Aspekt gilt für viele als selbstverständlich. Die meisten Unternehmen, die jetzt nicht gerade ganz klein sind, sind eng verwoben, haben Tochtergesellschaften oder Muttergesellschaften im Ausland, haben Geschäftspartner im Ausland. Deshalb ist, bei uns gibt es auch eine Veranstaltung zum Intercultural Management, zu Economics und das große Ganze auch zu sehen, in dem wir wirken. Wir haben einige englischsprachige Veranstaltungen und das Angebot, ein Auslandssemester zu absolvieren. Eher die gesellschaftliche Seite, die Seite auch der Nachhaltigkeit. Wir haben ein Modul zu Corporate Governance.
anständige Unternehmensführung, wo in vielen, vor allem mittelständischen Betrieben, der Controller eine wichtige Rolle spielt. Und wir beschäftigen uns mit der Steuerung der Nachhaltigkeit, des Nachhaltigkeitscontrolling. Wissenschaftliche Kompetenz heißt sauberes, klares, analytisches, logisches Denken. Das erlernen wir in mehreren Seminaren. Es gibt ein Seminar, wo die Forschungsmethoden kennengelernt werden und in der Masterthesis wird das angewendet. Und schließlich durch Praxisprojekte, die wir durchführen, mit Unternehmen, Fragestellungen aus Unternehmen, die bearbeitet werden, wird auch eine Employability sichergestellt. Man präsentiert vor dem Unternehmen und arbeitet die ganze Zeit eng mit Vertretern des Unternehmens zusammen. Das sind die Kompetenzziele, die sich bei uns auch dann in den einzelnen Inhalten wiederfinden. Ein Beispiel, was uns sehr gefreut hatte, der rechte Studierende oder mittlerweile ist er auch Absolvent, der wurde von dem stellvertretenden Vorsitzenden Robert Bosch GmbH, vom Finanzchef von Bosch, wurde ihm ein Stipendium überreicht von der Schmalbach-Gesellschaft, was auch nicht jeder kriegt und nicht ohne weiteres kriegt. Schmückt auch uns, unseren Studiengang. Oder ein Beispiel, das war eine Diskussionsrunde mit dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Hansgrohe SE aus dem Schwarzwald und der zugleich auch Vorsitzender des Controllervereins war, der uns hier besucht hat. Ein anderer Besuch war der Vorstandsvorsitzende der Süddeutschen Salzwerke, der Manager und Controller war und beide Seiten Controlling und Management kennengelernt hat, der uns hier besucht hat. Wie sieht das Studium aus? Ich habe vorhin die Kompetenzen vorgestellt, die leiten uns, das sollen Sie am Schluss können, aber das ist der Inhalt, das ist das Inhaltsverzeichnis auf die 3 Semester aufgeteilt. Das Gelbe, was Sie hier sehen, das sind die Module, die Modulnamen und das Weiße drunter, das sind jeweils die Veranstaltungen. Und die ersten 2 Semester sind relativ von der Struktur her gleichartig aufgebaut. Das dritte Semester ist etwas kürzer, weil im dritten Semester ja die Abschlussarbeit geschrieben wird. Deshalb gibt es dort nur 2 Module und in den anderen gibt es jeweils 6 Module. Die sind alle auch gleich gewichtet, da gibt es keine großen und kleinen, sondern sind alle gleich gewichtet. Zum Beispiel lernt man im ersten Semester zum Einstieg die Managementgrundlagen kennen und die Steuerung der Nachhaltigkeit. Es gibt ein Modul zum Controlling Software, wo wir Business Intelligence, SAP, Excel behandeln. Es gibt das Financial Accounting, wo insbesondere die internationale Rechnungslegung eine Rolle spielt, die IFRS und auch das Group Accounting. Dann das Modul, das ich schon erwähnt hatte, zu Predictive Analytics, wo Sie schon mal die Einführung kriegen, wie arbeitet man da, was sind da für Algorithmen relevant und wo man selber auch mit dem Tool arbeitet und praktische Fälle betreut. Dazu gibt es ein Seminar zum funktionalen Controlling, also Vertriebscontrolling, Produktionscontrolling, F&E-Controlling etc. und ein Praxisprojekt, das wir mit Vertretern aus dem Unternehmen, zurzeit machen wir das gerade mit dem Kollegen von Daimler, durchführen. Im zweiten Semester beschäftigen wir uns noch etwas intensiver mit der Digitalisierung, Digital Business Management, digitale Geschäftsmodelle und Kommunikation. Das zweite Modul, da geht es um Accounting und Risk Management. Dann ein drittes Modul geht es um Komplexität. Wie kann ich mich in einer komplexen Situation, wenn ich unvollständige Informationen habe, wenn sich das Umfeld laufend verändert, wie kann ich da dennoch souverän bleiben, klare Empfehlungen aussprechen und wie kann die Digitalisierung einen Beitrag leisten, dass das Controlling seinen Job besser machen kann. Corporate Governance ist ein weiteres Thema. Dann findet ein zweites Seminar statt mit dem Schwerpunkt Forschungsmethoden. Bei diesem Seminar erarbeiten Sie ein Exposé und dieses Exposé, das Sie erarbeiten, das kann die Vorbereitung sein für Ihre Masterarbeit, die Sie dann direkt im Anschluss im dritten Semester schreiben. Und es gibt ein weiteres Praxisprojekt in dem zweiten Semester. Schließlich im dritten Semester gibt es ein Modul zum Projektmanagement und Modul Global Business mit Intercultural Management und mit Economics. Dann kommt die Masterarbeit und am Schluss noch eine kleine mündliche Masterprüfung. Sie sehen bei ein paar Veranstaltungen ein E dran. Das sind 4 Veranstaltungen, 4, 5 Veranstaltungen, die englischsprachig gehalten werden. Die anderen sind deutschsprachig. Die meisten Studierenden schaffen auch, zumindest gerade in Corona ist es ein bisschen besser gelaufen, da sie auch nach dem dritten Semester tatsächlich fertig sind. Manche Studierende schreiben ihre Masterarbeit in einem vierten Semester, weil sie sagen, ich schreibe es komplett in einem Unternehmen und es ist vielleicht nicht um die Ecke. Dann ist es schwierig, die Tätigkeit im Unternehmen und das Studium
mit dieser Präsenz dann zu vereinen. Viele sind auch im dritten Semester im Ausland. Das bietet sich sehr gut an, ins Ausland zu gehen, weil die beiden Module, die wir dort haben, die kann man im Ausland problemlos besuchen. Wenn jemand Teilzeit wählt, dann muss er oder sie sich in den ersten 3, 4 Wochen des ersten Semesters entscheiden, ob er vom Vollzeit auf den Teilzeitzug wechseln möchte. Das ist ein formloser Antrag, den man stellt, und der Prüfungsausschuss wird das genehmigen. Und dann sind Sie in diesem Teilzeitzug drin. Dann geht das gesamte Studium 5 Semester. Dann haben Sie nicht 6 Module im ersten beiden Semester und im dritten Semester 2, sondern das Ganze ist etwas gestrickt. Sie sitzen in den ersten beiden Semestern mit den Kommilitonen zusammen, denen Sie gestartet sind, und im dritten Semester sind Sie teilweise dann in den nachfolgenden Jahrgang mit drin. Und so ist das Ganze etwas gestrickter. Gründe dafür, einen Teilzeitzug zu wählen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Das können familiäre Themen sein, dass man jemanden betreuen muss in der Familie oder dass man vielleicht selber auch Kinder hat. Das können auch berufliche Themen sein. Wir haben manchmal Studierende, die in einem gewissen Umfang auch arbeiten oder arbeiten müssen, vorher schon länger tätig waren, die dann einen Teilzeitzug annehmen und dann zeitlich etwas flexibler und freier sind. Man ist dann mit 5 Semester eigentlich gut durch, weil man im 5. Semester dann nur noch die Abschlussarbeit schreiben muss. Hier ein Beispiel, ein Screenshot aus einem Klimaplanspiel, das wir durchgeführt haben, jetzt auch zur Corona-Zeit, wo es dann unterschiedliche Interessengruppen gibt und wir das, was gerade in Glasgow aktuell passiert, Klimaverhandlungen, die wir selber auch durchgeführt haben und versucht haben, das 1,5-Grad-Ziel oder zumindest 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und das haben wir zum Beispiel in dem Modul oder in der Veranstaltung zum Nachhaltigkeitscontrolling gemacht. Lassen Sie mich nochmal auf das Auslandsstudium zurückkommen. Es gibt hier grundsätzlich 2 Optionen, die man wählen kann. Man sollte also zum Lauf des ersten Semesters überlegen, ob man ein Auslandsstudium wählt, und das Auslandsstudium selber findet entweder im dritten oder im dritten und in einem 4. Semester statt. In den ersten beiden Semestern macht ein Auslandsstudium keinen Sinn, das wäre auch zeitlich viel, viel zu kurz. In den ersten beiden Semestern finden unsere Kernmodule des Controlling statt. Wenn Sie ein Semester ins Ausland gehen wollen, was ungefähr ein Drittel unserer Studierenden auch regelmäßig tun, dann müssen Sie die 2 Module, die Sie halt in Nördlingen nicht machen, im Ausland entsprechend belegen, die sinngemäß thematisch ungefähr das Gleiche oder das Vergleichbare abdecken. Darüber macht man im Vorfeld, schließt man ein Learning Agreement, also Sie schließen dann einen Vertrag mit der Hochschule, mit mir, wo wir vereinbaren, wenn Sie diese beiden Module im Ausland belegen, dann erkennen wir die an und so rechnen wir nachher die Noten um, und dann haben Sie eine Sicherheit, dass das Auslandsstudium nachher komplett auch für die letzten beiden Module angerechnet werden. Wenn Sie dann noch weitere Module besuchen wollen im Ausland, dann können Sie das frei nach Ihrem Lust und Laune machen. Man kann dann die Masterthesis entweder im Ausland schreiben oder man kommt aus dem Ausland zurück und schreibt im Anschluss in Nördlingen. Beides ist möglich. Wenn jemand das Modell Double Degree wählen möchte, dann wählt er eine ausländische Hochschule, an der er in einem Jahr, also im dritten und im 4. Semester, dort ein Masterstudium absolvieren kann. Wenn Sie dort ein Masterstudium absolvieren, dann erkennt der Anbieter des Masterstudiums dort möglicherweise Module, die Sie hier in Nördlingen dann schon belegt haben, im ersten, zweiten Semester, die erkennt der an, sodass Sie in einem Jahr dort auch mit Ihrem Masterstudium fertig sind. Und wenn Sie dann nach einem Jahr zurückkommen und Sie weisen es nach, ich habe hier den Masterabschluss der University in Dublin oder sonst woher, dann erkennen wir das komplette dritte Semester bei uns an. Das beinhaltet die Module, es beinhaltet auch die Abschlussarbeit und die mündliche Prüfung. Und wenn wir das anerkennen, dann kriegen Sie auch unseren Abschluss noch dazu. Das sind nicht mehr viele, die das machen, aber wir haben doch in jedem Jahrgang auch 1, 2 Kommilitonen, die so einen internationalen Abschluss dann wählen. Dublin haben wir jüngst einen gehabt. Wir hatten auch in Kanada schon Studierenden, die dann diesen Doppelabschluss gemacht haben. Und dann hatten wir in 4 Semestern 2 Masterabschlüsse im Deutschen und einen aus dem Ausland. An Partnerhochschulen mangelt es uns nichts. Wir haben
unzählige Partner auf der ganzen Welt verteilt. Wir haben ein ganz tolles International Office, die unsere Studierenden dann unterstützen und begleiten, dass sie dort die optimale Hochschule für sich finden. Also da ist die Unterstützung schon ziemlich genial. Es gibt manche Partnerhochschulen, wo wir entweder stark vergünstigt oder sogar kostenlose Plätze haben. Das ist natürlich etwas begrenzt. Gegebenenfalls hat man dann eine bezahlpflichtige Hochschule, aber auch da kennt sich das International Office aus, wo es zum Beispiel etwas preislich günstigere Alternativen gibt und vor allem, wo es auch Zuschüsse gibt, wo es Quellen gibt für Stipendium, für sonstige Förderungen. Also das finanziell war das, wenn das eben wichtig ist, noch nicht ein K.O.-Kriterium, dass man nicht ins Ausland gehen kann. Eine ganz wichtige Sache, ein Teil der Studierenden, die ins Ausland gehen, sagen, ich war schon mal im Ausland, im Bachelor, und es war so genial, das will ich noch einmal machen, bevor es beruflich losgeht. Und die anderen sagen, ich Idiot, habe es versäumt, im Bachelor ins Ausland zu gehen, ich will die Chance unbedingt wahrnehmen, das will ich auch mal erleben. Also wir können es nur jedem empfehlen. Das Studium bei uns ist so aufgebaut, dass das problemlos möglich ist, ohne dass Ihnen bei uns für den Bereich Controlling, für die Kompetenzziele, was fehlt. Im Gegenteil, Sie gewinnen ganz, ganz viel Erfahrung, Sprachkompetenz natürlich auch, kulturelle Kompetenzen, wenn Sie ins Ausland gehen. Zum Bewerbung schließlich noch. Wir bieten den Masterstudiengang an für Bachelor-Absolventen, die ein Bachelorstudium mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben. Die meisten haben normale BWL vorher studiert. Wir haben auch viele Studierende von dualen Hochschulen, die dann BWL mit irgendeinem Schwerpunkt, Schwerpunkt Handel oder Schwerpunkt Industrie etc. gemacht haben. Wir haben aber auch Studierende, die so gemixte Studiengänge wie zum Beispiel Wirtschaftsrecht oder Beispiel ein Studiengang, den wir in Geislingen anbieten, Gesundheits- und Tourismusmanagement, Volkswirtschaftslehre. Also alle Studiengänge, die einen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt haben, auch wenn sie andere Themen noch integrieren, die sind für uns die geeigneten für so einen Studiengang. Wer keinen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt hat, kann leider nicht aufgenommen werden, weil wir natürlich nicht mit BWL-Grundlagen anfangen, sondern wir setzen auf das auf, was man im Bachelor kennengelernt hat. Für die Bewerbung, wenn wir eine Rangliste erstellen, gibt es das eine Kriterium, die Note, die Sie haben aus dem Bachelor. Das zweite Kriterium ist, dass Sie einen Bonus verteilen, und zwar an Bewerber, die ihren Schwerpunkt im Studienschwerpunkt im Bereich Kontrolle in Finanz- und Rechnungswesen hatten, die also so einen Wahlschwerpunkt hatten in dem Bereich oder bei der dualen Hochschule sagen, ich bin in diesem Bereich, jetzt habe ich meinen Schwerpunkt schon gehabt, die kriegen nochmals einen Bonus von 0,1 auf die Bachelor-Note. Und wer berufspraktische Erfahrungen in dem Umfeld Controlling, Finanzen, Rechnungswesen hat, der kriegt dann nochmals einen Bonus von 0,1. Also wenn Sie sich zum Beispiel mit 2,0 Bachelor-Note bewerben, beide Anforderungen hier erfüllen, dann rutschen Sie in die Rangliste mit 1,8. Wir haben mehr Bewerber als Plätze, aber es ist nicht so, dass man irgendwie 1,0 oder 1,3 haben müsste. Man kommt mit einem ordentlichen, guten Abschluss, kann man bei uns auch einen Studienplatz kriegen. Wir erstellen die Rangliste und dann lassen wir zu. Weitere Infos zur Bewerbung finden Sie auf unserer Homepage. Und auf der Homepage vom Studiengang finden Sie auch einige FAQs, so typische Fragen, die Bewerber, Interessierte in der Vergangenheit gestellt haben, die ich dort einfach mal aufgelistet habe und Antworten dazu gegeben habe. Okay, vielen Dank für Ihr Interesse.